Quasi la mamma von dem Anlass ist Direktorin von der italienischen Agentur für Aussenhandel, Simona Bernardini. Wir haben von ihr natürlich noch ein bisschen mehr über die kulinarische Italianità erfahren wollen. Frau Bernardini, wie können die Schweizer Gastronomen von den Produkten, die Sie heute hier vorstellen, profitieren? Wir sind der Meinung, dass nur wenige und nicht echte italienische Produkte in der Schweiz gibt. Und Gastronomen können auf eine riesige und breite Auswahl profitieren, von Produkten aus Italien profitieren, um ihr Sortiment konkurrenzfähig zu erweitern. Welche Unterschiede gibt es zu Schweizer Produkten? Ja, es gibt so viele weltbekannte schweizerische und gute Produkte, ne? Wirklich weltbekannt. Und unserer Meinung nach, das ist etwas, das hängt ab von klimatischen Konditionen oder der geografischen Lage und Mentalität und so. Das macht den Unterschied zwischen Schweiz und Italien. Biodiversität und Mischung von Zutaten. Wenn jetzt jemand heute in dieser Sendung ein Produkt sieht, das ihn interessiert, wo kann man das kaufen? Wie kann man das erhalten? Ja, natürlich hier. Wir haben diese Veranstaltung davon organisiert. Wir suchen unsere Produzenten, Aussteller, suchen Distributoren und Importeure. Jetzt gibt es spezielle Neuheiten, die Sie hier vorstellen, Dinge, die man noch nicht so kennt. Ja, viele von diesen Aussteller exportieren nichts in der Schweiz. Die sind meiner Meinung nach alle Neuigkeiten und Innovationen. Was können wir Schweizer von diesem italienischen Lifestyle der Italianità? Können wir etwas lernen von euch Italienern? Ja, natürlich. Italien ist nicht nur Pasta oder Pizza. Das ist, muss klar sein. Das ist eine mediterranische Ernährungslifestyle. Und wir können in unserem Ernährungslifestyle auch Gemüse und viele Früchte, Obst und viele Produkte, die sind nicht mehr schon bekannt in der Schweiz. Und Italianità ist wirklich sehr oft gefalscht auf den Teller, meine ich. Das können wir vielleicht die Schweizer entdecken. Das werden Sie wahrscheinlich auch ändern, ein bisschen heute und mit Ihren Produkten. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg.